In dieser Woche schreiten wir in den Oktober, den zweiten meteorologischen Herbstmonat, dem sogenannten Vollherbst. Er wird wohl nicht golden werden und so wie hier der Pfaffenhut leuchtender Dings, sondern eher viele Wolken bringen, zwischendurch auch Nebel durch die Feuchtigkeit. Grüße Sie und grüße euch. Wir schauen auf die Ensembles, die 15- bzw. 16-Tage-Trends. Die Linien kennt ihr. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Und alle Modellberechnungen finden wir hier in bunt. Und das da unten sind die Niederschlagssignale. Und wir beginnen mal im Nordwesten, in Emden. Da haben wir erst gleichmäßige Temperaturen, dann geht es ein bisschen rauf, dann leicht runter. Und wir haben immer wieder Regen unterschiedlicher Intensität und Dauer, und zwar den gesamten Vorhersagezeitraum über. Wir bleiben im Westen und gehen ins Ruhrgebiet nach Duisburg. Hier auch mit dem Anstieg dann leichtes Abfallen. Auch hier wird es immer wieder Regen unterschiedlicher Intensität und Dauer geben. Das Ganze bei durchschnittlichen Richtung Mitte Oktober auch unterdurchschnittlichen Temperaturen. Im Südwesten rund um Lindau, da haben wir einen deutlichen Temperaturanstieg. Momentan war es hier sehr kalt und dann geht es wieder abwärts mit den Temperaturen. Dann bleiben wir rund ums langjährige Mittel. Es wird vorübergehend freundlicher und dann fällt wieder häufig und oft auch viel Regen. Wir ändern unseren Blickwinkel und gehen in die Mitte und sind hier in Erfurt. Und es fällt auf, da sind mal ruckzuck ganz deutlich weniger Niederschlagssignale. Und die Temperaturen steigen hier ebenfalls an, sind dann später gleichmäßig. Sind natürlich ein paar Unsicherheiten dabei, aber deutlich weniger Regen. Wir machen einen weiteren Sprung in den Osten und sind am Stettiner Haff im Nordosten. Auch hier deutlich weniger Regen. Und etwa ab dem 5. Oktober sind wieder ein paar Niederschlagssignale dabei. Temperaturen ebenfalls unauffällig und relativ gleichmäßig. Die 31 verschiedenen Läufe sind doch dicht gedrängt. Das heißt, die Wetterlage scheint relativ eindeutig zu sein. Wir bleiben im Osten und sind jetzt in Dresden. Auch hier wenig Regen erst einmal. Im weiteren Verlauf kommen dann wieder ein paar Regenfälle auf. Die Temperaturen gehen ganz langsam zurück. Aber auch hier keine weiteren Auffälligkeiten. Wir gehen in den Südosten, schauen kurz über die Grenze nach Salzburg. Deutlicher Temperaturanstieg, dann wieder Abfall. Später sind wir leicht unterdurchschnittlich. Und in Alpennähe wird es doch wieder häufiger Regen geben. Jetzt am Anfang weniger, im weiteren Verlauf der ersten Oktoberhälfte dann wieder mehr. Wir springen über die Alpen auf die Alpen-Südseite. Auch hier deutlicher Temperaturanstieg, dann eher gleichmäßiges Gleiten, leicht unterdurchschnittlich. Und vor allen Dingen rund um den 5. Oktober sieht es nach einer kurzen Wetterberuhigung nach sehr, sehr viel Regen aus. Später sind auch immer wieder Regenfälle dabei. Welche Großwetterlage steckt dahinter? Schauen wir uns die an für rund Mitte Oktober. Das bleibt alles beim Alten. Das Hoch auf dem Atlantik, das Hoch über dem Kontinent, das Tief bei Island und das schickt uns seine Ausläufer immer wieder und die Luftmassen tauschen sich aus genau über Europa. Das Problem wird sein, wir haben so eine südliche bis südwestliche Anströmung immer. Es ist nicht dadurch recht mild, im Gegenteil, wir haben sogar, was die Temperaturen in 1500 Meter Höhe geht, Abweichungen, also leicht negativ. Aber der Niederschlag, der Regen, das ist jetzt das, was kommt vom sogenannten Hauptlauf, den wir auch auf den Apps haben. Da sehen wir hier, der gesamte Westen Deutschlands und die Benelux-Länder, Frankreich, hat immer wieder Regen. In Alpennähe gibt es Regen, auf der Alpen-Südseite sehr viel Regen. Und dann schmiegt sich das so hier rum, also auch Salzburg hat den Regen. Aber in der Mitte Deutschlands und im Osten Deutschlands wird es durch die Anströmung weniger Regen geben, zwischendurch mal sogar Sonnenschein und oder Nebel.